Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 1. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich mache das jetzt schon, diese Sequenz hier, zum 7. oder 8. Mal. Ich habe gerade oben die ganzen Leute... Ich habe nach der 6. oder 7. Folge, habe es gerade mal geschafft, oben alle Leute umzuschießen. Dann bin ich ins Wasser gefallen. Hätte nochmal den ganzen Weg hochklettern müssen, um da irgendwo da hinten an das Schlauchboot zu kommen, was da oben in der Luft hängt. Oh Mann. Jetzt dürfen wir den ganzen Mist von vorne machen. Dies ist ein Code-Delta-Alarm. Alle Einheiten. Was zur Hölle, Idiot? Wer ist da? Jetzt müssen wir wirklich den ganzen Spaß von vorne machen. Das ist wirklich sehr, sehr uncool. Verschwinden wir von hier! Na, verschwindet mal lieber. Komm, verschwinde! Ja, wollt ihr doch verschwinden und euch nicht umschießen? Das ist ein bisschen los mit euch. Nee. Okay. Wo bist denn du, Lauch? Wo schießt denn du hin? Ich muss nachladen, warte! Ja. Er rennt definitiv hier noch irgendwo rum, oder? Weil den haben wir doch nicht getötet. Oder ist... Nee, hä? Haben wir den getötet? Oder ist er komplett betrunken ins Wasser gefallen? Keine Ahnung, da unten schwimmt einer. Ist er jetzt wirklich mit hier oben runtergefallen und hat jetzt hier unten gelegen? Lol. Auch gut. Ach, Brücke ist sogar kaputt. Die haben sie wieder runtergeschossen, die Schweine, die. Und hier muss ich jetzt irgendwie bestimmt drauf, oder? Nein! Okay, dann kriegen wir, Gott sei Dank, dass wir das so kriegen. Ey, Gott sei Dank, dass wir das jetzt so runtergekriegt haben. Okay, ich habe ein Boot. Was nun? Ich wusste nicht, dass wir das so runtergeschossen kriegen. Ich habe halt nicht gewusst, dass wir das runterschießen können. Aber man hat schon gemerkt, es war auch lediert. Ich weiß nicht, ist das irgendwie unten, dieser Anzeigebalken unten links von dem Fahrzeug, ist das wegen Sprit? Wie es aussieht, haben Sie Kabatu gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten unterbrechen, indem Sie die Satellitenschüssel zerstören, die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie. Und danach... Okay. Gut, ich glaube, Sprit gibt es ja hier gar nicht, gell? Das wird bloß der Haltbarkeit sein von den Fahrzeugen. Ich würde das einfach mal hier stehen lassen, das Taxi, oder? Eine Granate? Manfredi, du bist ja völlig irre. Hä?
steckst du. Was ist denn hier los? Na komm raus. Hast du den Arsch offen? Hab ich den jetzt getroffen oder hat er sich geduckt? Werden wir gleich sehen. Ne, den haben wir vorher eine von Helm geknallt. Hier ist er doch. Hier ist er, das Schwein. Danke, Fein. Hier, ich würde gerne eine Runde angeln gehen. Wie sieht denn das aus hier? Baby, hi. Dum dum du dum du dum. Huch, wo ist er denn hin? Ah, genau diese Munition wollen wir doch haben. Wir wollen eine Stiebwaffe haben. Die verbraucht zwar sehr viel Schuss, aber naja. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Tiere drin gibt, also jetzt hier, ob hier auch Haie hier drin rumschwimmen. Wie gesagt, ich weiß das gar nicht mehr, ob es hier wirklich auch so Tiere gab, die einen angreifen können. Habe ich echt keine Ahnung mehr. Entschuldigung. Aber Ferngläser findet man ja auch ziemlich oft, gell? So als ob die irgendwie... Als ob die so Angst haben, dass die irgendwie kaputt gehen, oder man... Was? Ist das dein Ernst? Hat er sich jetzt wirklich bei dem kleinen Sprung verletzt, oder wie? Oh mein Gott. Sie sollten auf dem Hügel eine alte Befestigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg sehen können. Gehen Sie hoch und zerstören Sie die Kommunikationseinrichtung. Schön, wie er fliegen kann. Wo ist er denn hingeflogen? Ja! Ja! Wo hab ich jetzt denn einen erschossen? Wo sind denn jetzt die beiden Rambos hin? Yeah.
Ah, da kommt noch einer. Bestätigt. Was willst du denn bestätigt haben? Was macht der Baum da hinten? Ja. Wollte ich gerade sagen, da hören wir doch irgendwo einer rum. Tot. Dankeschön für die zuvorkommende Munition. Aber man muss echt sagen, man findet hier wirklich ausreichend. Oh, was ist denn hier drin? Bananen? Sind das Bananen? Oder was? Was ist das? Wie lege ich denn die Waffe ab? Drücken Sie die Taste Waffe ablegen zum Ablegen von M4. Hä, wo lege ich denn die Waffe ab? Lul. Waffe fallen lassen. Ah, hier, J. Scheiße. Warte, wir nehmen jetzt das mit und die mit. Ist schon ganz in Ordnung. Mami, lassen wir hier alles fallen. Hier lassen wir fallen. Und mit euch hab ich total Mühe gemacht. Scheiße, was hab ich. Ach, jetzt hab ich so Mühe geworfen. Jetzt hab ich schon blind geworfen. Auch gut. Ja, warte mal. Du gehst hierher. Ich schmeiß mal dort hin. Nehmen wir das Tisch auf und dann Tisch. Genau, da haben wir das die und die. Ich hoffe, dass das jetzt keine schlechte Idee oder keine schlechte Überlegung ist, wenn wir jetzt die Pistole wegschmeißen. So ein Scharfschützengewehr natürlich. Kann schon gut sein, auf Distanz die wegzuschießen, aber wenn man da nicht genug Munition hat, ist das nicht feierlich. Da muss man wirklich gucken, ne? Wollen wir das Gerät mal testen? Scheiße, bin ich doof.
Sehr spannend. Man schießt auf die und die fragen, und der fragt, oder schießt auf den und der fragt, was war das? Sehr gut. Kriegst du erstmal so voll Schuss ins Knie, hä? Was war denn das gewesen? Was hat denn der gehabt? Ach, der hat eine Piste, hat er gehabt. Panzerfahren. Haifischjagd, ha? Willst du Haifisch essen? Nee, ich reiß denen nur die Zähne aus und häng die auf. Mann, wird das cool aussehen. Ich würde mich besser fühlen. Ich hole Hilfe! Was? Beschäftigt ihn so lange! Da ist der Feind. Ich hole Verstärkung. Du hörst auf damit. Wo ist denn seine Waffe hin? Halt so. Wer nicht hören will, muss fühlen, ganz einfach. Ich glaube, es ist auch wirklich besser, wenn wir laufen. Weil sich hier durchzukämpfen mit einem Auto ist ein bisschen, naja. Vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Wir könnten sowieso ja nicht einen Berg hochfahren. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht klappt. Warte, nehmen wir unten die Panzerung mit. So, sicher, sicher. Ja, guck doch mal, einen Schuss und die halbe Panzerung ist weg. Ey. Wie viel? Hallo, wow. Hast du dich jemals gefragt, was wir hier beschützen? Was meinst du? Ich würde sagen, ihr solltet mal euer Leben besser beschützen. Ihr Pfeifen. Es war wirklich verdammter Mist. War da nicht was? Nein. Hallo? Du steckst in Schwierigkeiten!
arbeiten! Ist alles okay? Irgendwie schon, ja. Irgendwie steckt. Nehmt das! Alter! Oh mein Gott, jetzt hab ich schon Schwein gehabt, ey. Ah. Die Schweine, Alter. Den hab ich gut zersägt hier. Der hat gut was abgekriegt. Da muss ich runter. was ist das denn? MP5. Hätte wo. Warte mal. Die Frage ist, welche ist denn jetzt besser? Die hier? Die? Ist nur echt die Frage, gell? Welche ist jetzt besser? Welche macht mehr Schaden? Welche? Bei zwei so kleine ist vielleicht auch nicht so toll. Das ist jetzt nur echt die Frage. Nehme ich die? Welche nehme ich jetzt von denen rein? Wisst ihr was? Komm. Ganz einfach. Ich meine, nehme ich denn hier jemals eine Marete? Wird ich hier jemals eine Marete nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaub's eher weniger. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann, wenn wir mal lautlos Kills machen müssen, ja, dann haben wir ein Problem, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt eine Marite nehmen würde. Ja gut, ist halt doof, klar, das ist alles die gleiche Munition, sehe ich gerade mal, oder? Nee, die zwei gehören zusammen als Munition und die ist auch separat, okay, gut. Ich weiß es nicht. Ist da oben einer? Räuchert ihn aus! Oh nö. Dich erledige ich! Komm da raus, du Pfeife! Oh! Alter! Gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Alter. Nein, wo denn? Ihr Schweine, wie könnt ihr's wagen?
Scheiße. Komm schon! Ist das denn ernst? Gib auf, Alter! Hab ich dir schon mal gesagt, ich bin gar nicht so alt. Genau, ich treffe die nicht und die können nicht treffen. Du bist so gut wie tot. Könnte möglich sein, ja. Alles okay? Klar, ist bei denen alles okay. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn der andere Rambo hier? Wirklich erstmal einer von hinten angeschossen. Fragst du dich, wo der auf einmal herkam, ne? Ja, tut er, als ob er tot ist. Das ist in Ordnung. Wer ist da? Ein Verderben! Müsste gefunkt haben. Haben wir getroffen. Sonst hätte er nicht rumgeschrien. Klingt etwas wie ein Schraubhuber. Was war das? Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, nicht schon wieder von vorne. Oh, nö. Was war das? Was war was? Wo? Ich hab auch was gehört. Wo kam's her? Na egal. Nicht mein Problem. Stimmt, sind ja bloß deine Kollegen, die sterben. Ich sag doch, hier muss irgendwo einer rumrennen. Ja, da kam nämlich vor. Was war das? Ich weiß nicht, was du willst. Der ist nämlich das gewesen, der von hinten angeschissen kam. Nein! Nö. Das hab ich jetzt schon wieder gemacht. Scheiße. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Er springt aber auch nicht. Oh Mann! Ist doch nicht dein Ernst. Na komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh mein Gott, diese Folge, die sollte wohl wirklich hier verborgen bleiben, oder? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier zurück und wir machen ja nächste Folge ganz entspannt in Ruhe weiter. Also die letzten 10 Minuten, die sind nie passiert. Die löschen wir einfach bitte.
Nee, alles gut. Solange man noch drüber lachen kann, ist alles in Ordnung. Ja, ich würde meinen, ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war's jetzt für die Folge. Wir sehen uns hoffentlich voll motiviert nächste Folge wieder. Und dann würde ich meinen, bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.